Ja, Leute, hier ist er wieder, der Master of Quark Disaster. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Ach ja, hier, oh, ist der Mond schnell. So, wir sind immer noch dabei. Die Brücke sieht soweit eigentlich gut aus. Und ich hoffe, es ist hier wirklich bloß noch einer, der sich höchstwahrscheinlich echt hier in der Mitte unten versteckt. Deswegen mache ich mal ganz schnell kurze Abkürzung hier. Zack, einfach zum Turm und da hinfliegen. Hinfliegen. Und dann hoffe ich, dass die Maske nicht mehr wackelt, wenn ich den jetzt eingesammelt habe, weil wenn die Maske dann noch wackeln sollte, ist ein bisschen fail, ne? Dann muss ich halt nochmal suchen. Habe ich auch, vor allem habe ich dann eine Markierung zu wenig gemacht. Aber naja, ansonsten, ja, wenn es das gewesen ist, dann gehen wir einfach munter weiter hier die ganzen Markierungen ab. Es läuft ja, es läuft. So, inzwischen schreibt ihr mir fleißig, was ich noch so zeigen kann. Vielen, vielen Dank, ich nehme das soweit alles wahr. Bin auch sehr gespannt, ey, weil zum Beispiel tatsächlich nochmal bei den Gerudos ins Lehrerzimmer, weil man kann dann doch beim Unterricht teilnehmen. Okay, bin ich sehr gespannt. So, aber das war noch später. Ich merke mir das aber mal. So, das ist jetzt ja echt... Das ist halt irgendwie so blöd. Die Maske fängt ja echt auch schon auf dem Weg dahin an zu wackeln, oder? Oder wackelt die echt bloß in dem Zentrum da? Ach, ich weiß es doch auch nicht. So. Hier wackelt sie noch nicht. Nee, ist jetzt alles cool. Vor allem, weil wir den ja auch schon eingesammelt haben, ne? Dann gehen wir mal... Sag mal. Oh, shit. Dann gehen wir mal immer mehr zur Mitte hin. So, hier fängt jetzt an zu wackeln. Na, klasse. Ja, was, ob der die Mitte meint oder noch irgendwas anderes hier unten? Ich glaube, wir sind echt zwei noch, oder? Nee, oder das ist einfach nur, weil... So, und da unten in die... Ach, das ist ja keine richtige Mitte. Zum irgendwo drauf landen. Oh Gott. Ich dachte... Was zur Hölle? Wow. So, ich dachte halt hier in der Mitte, hier unten irgendwo kann man mal landen und gucken. Naja. So. Okay, hier ist echt irgendwie... Mist, der kann Link auch nicht stehen. Toll. Warum ist hier denn... Ey Leute, wo ist hier noch ein Krog? Das ist doch zum Aus der Haut fahren. Nee, das sind bloß hier meine Maske, die wackelt. Aber wie doof das ist, wenn der echt da irgendwo einfach unten hier drunter klebt und du den ja nicht mitkriegen kannst. Nee, jetzt bin ich natürlich hier runtergejumpt. Toll. Ach, und werde gleich fallen wie ein Stein. So, hier irgendwo, ich gucke mich gerade mal um, solange ich noch mich festhalte. Oh, da. Da ist so eine Blume an dem Dings. Alles klar, ich hab's. So, sorry, geht am schnellsten, wenn ich nochmal so zurückmache. Da ist so eine verdammte Blume. Ich habe sie gerade gesehen. Okay, das heißt, ich muss wieder so einen Pfad entlang klettern. Und ich hoffe, das ist denn der letzte, ey. Der letzte Krog hier. Gut, gerade gesehen. Na, sieht, hat sich doch gelohnt, da hinzufliegen. Ja, muss jetzt zwar nochmal zurückbeamen, aber egal. Egal. Voll versteckt. Naja, aber warum verstecken die Krogs so übel? Was soll denn das? So findet man die doch nie. So. Also zumindest ist es dann die letzte Markierung, die ich mir gemacht habe. Und sollte die Maske denn trotzdem noch wackeln, dann ja. Wie gesagt, fail over whale. So, komm schnell, flieg, flieg, flieg. Flieg, flieg, flieg. Da. Hoffentlich kommt nicht wieder unser komischer Gigatyp. Kann ich ausrasten. Ich kann ja mal, weil ich gerade die Gerudos angesprochen habe. Leute, es gibt da irgendwie so, irgendwas ist ja noch ganz schön merkwürdig bei den Gerudos. Ich glaube, Nintendo hat da... Schon wieder? Mal nicht richtig mitgedacht. Weil es gibt da irgendwie dann so einen Widerspruch, ne? Wir wissen ja... Wir wissen ja, dass die Gerudos ein Stamm nur aus Frauen bestehend sind. Okay, noch ein bisschen weiter. Und ist ja auch schön und gut. Allerdings... So, hier irgendwo war das gerade. Hier irgendwo muss ich das gesehen haben. Wo war die olle Blume? Allerdings sollen ja alle 100 Jahre... Alter, wie, ey, wie übel das hier ist. Alle 100 Jahre soll ja ein Mann geboren werden. Ja, also irgendwie ist das aber ganz schön bescheuert, oder? Das war aber auch schon damals in Ocarina of Time, wenn man genau drüber nachdenkt. Denn überlegt mal, Leute. 100 Jahre ist im Zelda-Universum kein Alter. Das ist halt kein Alter im Zelda-Universum. Wie, was haben wir hier? Die Soras sind übelst alt. Okay, in Ocarina of Time waren die Gerudo-Hexen fast 400 Jahre alt, beide. Ne? Und... Ach cool, kann ich hier stehen? Jo.
Was findet da halt beide? So, und deswegen mein Problem ist, wo sind denn die anderen Männer? Wo sind die anderen Gerudo-Männer? Muss ich jetzt wieder hoch, oder was? Wo ist die andere Blume? Verdammt, wo ist denn die jetzt? Weil es müsste doch dann halt noch einige, oder zumindest immer einen, anderen Gerudo-Mann geben, oder nicht? Der halt dann halt ganz alt ist. Von wegen, ach ja, der neue, ja, ich bin jetzt 100 Jahre alt geworden. Ja, jetzt kommt der neue Gerudo-Man. Und das ist ein bisschen komisch, ne? Oder gibt's für Gerudo-Männer Ausnahmen? Nee, die wären nicht so alt, die verrecken mit 12. So, wo ist jetzt das allerletzte Ding hier? Ach, da unten dran. Oh Gott, ist auch das Weiße, alles klar, ist also das Letzte. So, Link, kannst du bitte herunter? Aber bitte nicht herunterfallen. So. Versteht ihr, was ich meine, oder? Und darüber muss man bitte philosophieren. Wo sind die anderen Männer? Wo sind die Männer hin? Wo sind die Männer? Die Gerudo-Man. So, Link, ganz sachte. Au, je. So. Du hast mich entdeckt. So. Okay, sprich, meine Markierung hiermit ist dann auch, weg. So, wenn die Maske jetzt, die hat doch noch hier übelst gewackelt, oder ist das trotzdem für den? Ja, aber eigentlich müsste hier auch noch irgendwo einer sein. Und wenn ich überlege, würde ich fast sagen, das ist nochmal so ein Ding, an der Seite lang krabbeln, wenn man das schon nicht sieht. Ich glaube, das ist auch so. Okay, muss ich erstmal schnell wieder hoch. Hoch, 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 hoch. Oh je, so. Okay, dann habe ich aber eine Markierung zu wenig. Verdammt, ey. Dann... Oder, wartet mal. Na? Na? Ja, doch, hier ist noch einer. Das gibt's nicht, ey. Okay, dann... Laut einer Markierung war der ja hier. Der Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, Daruk. Der muss ja doch hier irgendwo... Hier am Rand sein, oben so eine Ollenblume, ganz bestimmt. Zum Langklettern. Oh, verdammt, Leute, wenn ich den jetzt aber finde... Warte mal, bevor ich den hier irgendwie vergesse, muss ich den hier echt nochmal irgendwie hier markieren. Dass hier noch einer ist, dann muss ich auch eine andere Markierung wegmachen, weil dann sind wir wieder auf die 100, kommen wir sonst nicht. So, dann mache ich mir einfach eine ganz billige Markierung weg. Hier, den hier. So. Ne? Mann, den markiere ich mir dann einfach wieder neu, das war meine Sorge sein. Wie gesagt, wir müssen auf die 100 kommen. So, da sind nur Kisten. Da unten ist auch nochmal eine Kiste im Wasser. Nee, also hier irgendwie... Der ist nur der eine. Ist hier irgendwas in der Luft oder so? Zum Abballern. Ja, schön, dass du die ganze Zeit rumwackelst. Bloß wo? Wo ist hier was? Vielleicht andere Seite. Eine olle Blume nochmal. So ein Stiel, der hier rausguckt irgendwo. Stielgucker. Oh Gott, ist das übel, ey. Ist das übel. Naja. Oder hier irgendwo anders noch hier oben drauf, weil ich jetzt nicht mehr finde oder nicht mehr checke. Lass mal erstmal alles kaputt machen. Lass mal erstmal richtig ausrasten. Komm hier, Masterschwert. Oh, Masterschwert macht alles kaputt hier. So. Oder bei dem Wagen hier drinne? Nee, hier kann man ja auch nichts mehr machen. Holz, voll cool. Brunnen alles im Arsch, der war da oben. Ja, hier sieht es halt so aus, ob man hier runter soll. Aber nee. Okay, ich muss erstmal hier rundherum gucken, ne? Rundherum gucken, was jetzt so aus meinem Sichtfeld hinaus ist. Hier ist kein Blumenstängel. Kein Stängel. Nüscht. Ah, die Maske wackelt. Nee, hier wackelt sie jetzt auch nicht mehr. Also wird das hier nicht sein. Leute, wo zur Hölle? Was ist er hier auf der Ebene? Der wackelt ja hier auf der Ebene. Okay, hier wackelt sie wieder. Bin ich echt so blind und sehe das nicht? Oh, das ist halt irgendwie ganz mies versteckt irgendwo da unten. Oh. So, hier hört sie jetzt auch auf zu wackeln. Naja, nee, nicht wirklich. Ich gehe einfach mal hier runter auf den Sims und guck mal von hier. So. Okay. Was ist hier? Beim letzten Mal habe ich sie auch von hier gesehen. Absolut nix. Nix. Vielleicht hängt hier irgendwo einfach so ein Eichelding wieder rum. An der Brücke, natürlich. So. Also noch ist es hier alles okay. Oh Gott, Link, kommst du hier rüber? So, mach mal lieber so. Hätte ich mal lieber richtig... Ah, da... Oh, da ist ja noch eine Truhe da oben. Aha. Nee, hä? Eine Route? Wieso gibt's hier eine Route? Das blickt doch ja nicht suchen. Waffentasche ist voll. Na, so besser so. Was soll ich denn mit der Route hier machen? Weil hier noch viele Geheimnisse sind.
Soll ich die Route irgendwo gegenballern? Wenn ich die aufsammeln? Nee, wozu? Wieso? Jetzt bin ich verwirrt. Leute, ich bin verwirrt. Aber der Truhe da ist geil. Vielleicht ist da was richtig Cooles drin. Wartet mal. Das ist ein bisschen Money! Wow. Okay. So, was haben wir hier drin? Holzpfeile 5. Okay. Oh. Okay, der muss ja ganz in der Nähe sein, oder was? Ja, ganz in der Nähe. Lass mal nochmal hier irgendwie an der Decke gucken. Vielleicht hat er nicht umsonst Pfeile gekriegt. Ey, ich sehe das nicht, ne? Das ist ja alles so eng, auf so engem Raum. Da, 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 da. Auf der anderen Seite? Wo zur Hölle? Was zum... Oh Gott, ey, wo ist denn der? Warum versteckt er sich so gut? Was hat er denn davon? Sich hier so mega krass zu verstecken. So. Nur wegen einfach mal hier rum. So. Einfach mal hier rumlatschen. Auf der anderen Seite vielleicht die Sommer-Truhe, cool. So, hier wackelt's auch noch. Jetzt den ganzen Part für einen Krog, na ja, klar. Na Logo, wenn das Spiel so komisch ist hier, was verstecken die denn hier, ey? So, aua. Nochmal Holzpfeile. Hier lacht er auch noch so komisch. Das ist hier unter dem ganzen Gebiet. Vielleicht muss ich echt einfach nur noch mutig weiterschauen. Und dann ist er hier irgendwo doch noch. Oh, der wird doch irgendwas ganz Kleines sein, was man total leicht übersieht. Wie halt irgendwie echt irgendwo so eine Eichel, die irgendwo runterhängt. Oh Gott, ey. Dann mal hier lang nochmal. Hier ist auch nichts. Aber es wackelt hier die ganze Zeit. Es ist am Wackeln. Ah, hier kann man sich auch ganz schlecht umgucken. Wird ja in die Kamera irgendwie rauszoomen. Irgendwie, aber... nö. Naja. Irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr, das hier irgendwie, da muss ich mich nochmal separat irgendwie informieren oder sowas, weil das ist ja hier echt, hier, das dauert mir alle viel zu lange. Nur auf den unteren Sims nochmal gucken. Von dieser olle Route, was soll denn das? Ich zünd die gleich an. Oder irgendwo doch von hier oben irgendwo runterspringen? Nein, Link, wow. So, jetzt bin ich hier. Ist da überhaupt im Wasser irgendwas? Nee, da unten ist bloß nochmal eine Truhe da unten. Wo ich aber irgendwie auch nicht rankomme. Hier ist doch nichts. Wir haben jetzt so viel anderen Scheiß gefunden. Nummer 2 Truhen und so was alle. Ich nehme jetzt einfach die Route mit. Vielleicht ist es doch ein Problem. Ja, du hast meine, ja, meine Route mitgenommen. Das ist ja geil. Hier, Mann. So, rostet schwer. Was soll ich damit? So. Okay. Neues Rätsel, was ich entdeckt habe, was man entdecken muss. Alles klar. Man kann die scheiß Routen mitnehmen. Wenn irgendwo eine Route steht im Walde, schnapp sie dir und ein Krog kommt herbei, geeile. Okay. So, Leute, damit haben wir aber die Brücke aber komplett. Oh Gott. Gottes Willen. Dürfte nicht mehr wackeln. Alles klar. So, Leute, mein Gott, hat sich doch noch gelohnt. Na, seht ihr, Alter, diese Brücke, ey. Alles voll. Aber okay, gut. So, dann jetzt schnell ablenken. Ich muss woanders hin. Ich gehe jetzt hier hoch und fliege hier runter und sammle die Dinger ein. Genau, mach hier die schöne Schneise lang. Alter, voll bei dem... bei dem dicken Hinox. Ja, hat lange gedauert, aber es wurde doch noch gut. Und man hat wieder was gelernt, ne? Wenn irgendwo eine ganz seltsam platzierte Rute irgendwo steht aus Holz, dann ist das wohl die Rute von einem Krog. Die muss man pflücken. Und dann freut sich der kleine Spinner. So, 50 fehlen noch. Wir haben noch, ich kann ja mal kurz gucken, da müssten jetzt auch noch 50 Markierungen auf dem Feld sein. Sprich, wir müssten noch 50 Stempel zur Verfügung haben. Mal gucken, ob ich das alles noch richtig kalkuliert habe oder ob dazwischen noch wieder komplett fail. So. Jupp, ich habe noch 50 Dinger offen. Das heißt, 50 Stempel sind hier noch gerade unterwegs. Ich bin jetzt auch wieder unterwegs. Ist es nämlich zu kalt? So, schön den ganzen Berg runter. Da hinten ist die Brücke. Die haben wir gerade geschafft, ey. Oh Gott. So, seht ihr hinten schon was? Ist das so eine, wieder so eine Steinkuhle, wo einer rein muss? Bestimmt war. Ah ne, erstmal hier lang fliegen. Ah, da oben sehe ich auch schon. Ah, das sieht man jetzt aber schon ganz schön weit. Dass da einfach so ein Stein ist. Auf dem Ding da drauf. Ah ne, da ist wieder so ein Ding zum Hinfliegen. Und da unten sind. Warte mal. Hier ist noch was. Okay.
Was ist denn das hier? Oh Gott, nein. Hä? Sollen die Dinger da oben rennen? Oh Gott. Naja, gut. Muss ich das mit dem Stasis-Modul machen? Ist ja richtig klasse, da hochballern. Boah, die Ziege, ey. Mui. Ups. Okay. Ja, ich könnte es natürlich auch hochrollen, aber wer bin ich denn, ne? Wer bin ich denn? So, mit Lanze kann man immer am geilsten irgendwie so geradeaus zielen. Oder mit dem Ding natürlich, ne? So. So, müsste darauf nicht reichen. Ja, doch, ist ein gutes Stück. Stopp, 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 stopp. Stopp, habe ich gesagt. Ich habe gesagt. Mann, stopp! Oh, Verzeihung. So, hier die olle Sanderlanze, was soll denn damit? Oh Gott. Oh shit. Das könnte zu doll sein. Wow! Oder auch genau richtig. Alter, die ist aber hochgesaust. So, willst du wieder runterkommen? Ja? Nee, du bleibst ja schön. Ja, wir sind hier schon da. Wir sind hier schon richtig. So. Ach, ist aber was. Komm her. So. Eins. So. Oh nein. Nein! Link, halt ihn auf! Link! Nicht da rum, nicht rumbalancieren drauf. Oh Gott, ist das ätzend. So, dreimal muss reichen. Oder auch nicht. So, Link, bleib einfach stehen. Link, 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 so. Oh, ich bin gut dann irgendwie, dass er den permanent grabbt. Mann! Oh, ist das ein Scheiß, nein. Ist das ein Scheiß? So, Orten. Ich habe immer Angst zu übertreiben. Ey. Wieso rollt er denn da immer so dumm runter? So. Okay. Oh, shit. Oh, perfekt. So. Okay. So, bald haben wir 100. So, cool, dass ich den schon mal wegmachen kann. Das wird aber, glaube ich, der hier tatsächlich gewesen sein, die Markierung. So. Alles klar. Ups, ja. So, dann muss ich erst nochmal hier hoch. Da war nämlich nochmal so ein Stein. Also, ein Stein, oh Gott, da hoch. Hui. Sorry, ich muss ein bisschen mit Link mitfühlen. Ihr wisst schon. So, wir machen den ganz locker und dann wird die Reise ja wieder fortgesetzt, wenn ich noch weiter runterfliege. Ich fliege einfach hinunter. Ja. Leute, freut euch schon, wenn wir denn die 300 haben. Ich weiß echt nicht, wie lange das noch dauert. Oh, die ganze Suche allgemein. Aber nee, an sich, aber ich habe ja schon mitbekommen, dass es trotzdem noch sehr, sehr viele interessiert und sich viele das angucken. Obwohl sie auch wirklich schön wissen, was sie halt erwartet. Abgesehen natürlich von irgendwelchen Specials, die man halt nicht erwarten kann. Ach, das ist ja so einer. Oh Gott, wo will der hin? Ach so. Nö. Abgesehen von Specials, wie gesagt, wenn irgend so ein Leuenkampf oder die fallenden Kisten und sowas, ne? Aber was ich sagen wollte, trotzdem alle wissen, dass es hier an sich halt nur um Krogsuche geht. Finde ich es trotzdem schön, dass noch so viele mit zuschauen. Danke euch, Leute. Also teilt ihr meine Meinung. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das ist halt echt besser als lieber die Krogsuche halt zu Let's Playen, als halt gar nichts, bis der nächste DLC kommt. 100 Krogs, geil. So, okay, dann kann ich ja jetzt ganz bequem halt, hier, den habe ich schon, hier habe ich eigentlich auch schon einen, aber hier soll es aber zwei geben. So, dann einfach nochmal hier runter und dann hier lang und ja. Okay. So. Schauen wir mal. So, wo? Ach, hier ist ja der Sumpf, ne? Hier muss ich wieder aufpassen. Sumpf. Braucht man es ja, wenn es aussieht wie Wasser. Das ist Sumpf. So. Hups. Also einfach hier oder was? Nee, oh, warte mal, wenn hier... Achso, doch, hier ist einfach ein Dreieck. Ah. Okay, wo ist der Stein? Hier unten? Okay, es gibt nicht nur Steinkreise, es gibt auch Steindreiecke. Mensch, das ist ja toll. Und, ach nein, er liegt bestimmt da drüben und ich muss einen Baum fällen. Ja, da hinten liegt er. Okay. Naja, dann fällen wir halt Bäume. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch wieder ein an sich schwerer, würde ich mal sagen. So. Flonk. So, schöne Brücke bauen hier. Flonk, Alter. Oh Gott.
So, wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Warte mal, geht das überhaupt? Ich muss mal kurz erstmal hier Probe machen. So. Doch, geht. Geht. Na gut, ich habe ein paar Versuche. Hups. So. Hups. Okay, dann ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Die Baumstämme liegen ja ruhig und sicher. So. Und stabil vor allen Dingen. Ha! Geil! Hab's geschafft, Leute. So. Flop! Ah. Okay. Geschafft. So, dann kann die Markierung auch weg. Okay. So, dann nur jetzt noch irgendwie die beiden. Ich weiß nicht, ob ich die noch schaffe. So, auf jeden Fall schaffe ich es aber noch, den ollen dicken, ihr wisst schon, wen Platz zu machen. Ja, den Hinox, den schnapp ich mir. Hups. Der hat's wieder viel zu lange hier pennt. Vor allem muss der so schnell down gehen, ey. Vor allem ist er auch wieder nur so ein brauner. Also so ein, na, ihr wisst schon, weinrot, je nachdem. So, der den einfach mit so einem vollen Karacho, Alter, hier mit dem Fünfer-Ding einfach 5 Bombenpfeile reinballer, Alter. Boah. Alter, wo ist denn Energie? Energy. Und tot. Alter, richtig hart. So richtig übel. Ich hatte noch ein paar coole Waffen dabei. So. Zack, zack, zack. Zack. Da, 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 da. Und ein paar Wildbären. Naja, gut. So, ja, komm, die Waffen brauche ich nicht. Ist doch egal. So. Hier ist kein Krog, aber hier irgendwo bei den Bäumen im Wald. Dup, 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 dup. So. Laub. Ist das Laub? Nein. Oh, was ist das denn hier für eine Höhle? Das ist bestimmt irgendwo an der Decke irgendwas. Ah, nee, hier ist ja so ein kleines Blümchen. Okay. So. Aha. Du entkommst mir nicht. Du kleines Stiefmütterchen hier. Da. Außer natürlich, Link rutscht total runter und kommt überhaupt nicht klar. So, wo jetzt? Weiter nach draußen? Ah ja, da oben. Dup, dup, dup. So. Und dann nochmal da oben. Da ist das letzte. Das Blümchen ist immer weiß, wenn es das letzte ist. Au, so. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, dann können wir jetzt schön den Part beenden. Also wir haben 102 im Lager. So, dann können wir jetzt schön den Part beenden und beim nächsten Mal wieder auf die weitere Suche gehen. Ich hoffe, sie gehen mal wieder ein bisschen schneller. Und ja, aber Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.